Los ging's mit diesem Blog-Eintrag. Damit startete Entwickler Derek Smart seine Kampagne gegen das Megaprojekt Star Citizen. Seine Kritik war anfangs noch durchaus vertretbar. Und er war ja auch nicht der Erste, der Chris Roberts ehrgeiziger Weltraumsimulation skeptisch gegenüberstand. Von da an ging's aber steil bergab. In seinen folgenden Beiträgen vergriff er sich immer stärker im Ton. Er beleidigte die Unterstützer, forderte Chris Roberts auf, seinen Hut zu nehmen und drängte sogar andere dazu, bei der Federal Trading Commission Beschwerde einzureichen, um eine Untersuchung zu provozieren. Bei all seinen Tiraden verwies er immer wieder auf seine eigene Erfahrung als Entwickler und auch auf sein neuestes Projekt Line of Defense, das im Gegensatz zu Star Citizen funktionieren würde, auf dem Markt sei und damit keine sogenannte Vaporware. Grund genug für uns, die schmutzige Diskussion wieder auf neutralen Boden zu stellen und mal zu prüfen, ob das neue Spiel von Derek Smart seine Worte untermauern kann. Im Trailer, auf der Website und in der Steam-Beschreibung werden Massenschlachten mit tausenden Spielern versprochen. Und zwar auf Raumstationen, großen Open-World-Karten, zu Land, zu Wasser, in der Luft und sogar im Weltraum. Ein dauerhafter Konflikt soll in einer persistenten Welt toben, mit eindrucksvollen Events in einem reinen Spieler-gegen-Spieler-Setting. Riesige Raumstationen sollen packende Raumschlachten und nahtloses Andocken ermöglichen. Das alles in atemberaubenden Umgebungen. Die Realität sieht so aus. Wir erwachen als eine von jeweils 4 Klassen pro Seite mit unserem Starter-Kit, einer Pistole und einem Sturmgewehr, in einer großen Raumstation. Alles sieht gleich aus, kaum etwas ist bedienbar und diese Kollegen hier können wir weder ansprechen noch angreifen. Wenn wir uns bewegen, haben wir dauernd das Gefühl, jemand hält uns an einer Hundeleine, lässt wieder los und hält uns wieder fest. Überhaupt ist diese Bewegung mehr Schweben als ordentlich animiertes Laufen. Besonders deutlich wird das, wenn wir sprinten und über Bodenwellen springen, als wären wir Rennautos. Und in Kurven driften wir aus dem Sprint unweigerlich gegen die Wand und prallen davon ab wie ein Flummi. Apropos Wand. Fenster hat die aus komplett gleichen, matschigen Texturbausteinen bestehende Raumstation keine. Braucht sie auch nicht, denn wir können einfach unsere Waffe durch die Außenwand stecken und den Ausblick genießen. Oder wir suchen uns so einen hübschen Belüftungsschlitz im Boden. Moment mal, im All gibt's doch gar keine Luft? Aber hey, so genau muss man das ja nicht nehmen. Gibt ja noch viel größere Probleme. Das Waffenhandling zum Beispiel. Zielen über Kimme und Korn ist schlicht unmöglich. Das geht nur über das Fadenkreuz. Bei einigen Waffen nimmt das extrem groteske Züge an. Wie soll man denn bitte mit sowas kämpfen? Dass die Waffen gar nicht in die entfernt an eine Hand erinnernde Halterung passen, wirkt nach angeblichen 5 Jahren Entwicklung und fast einem Jahr Early Access hochgradig bizarr. Ebenso wie die schlechten Waffensounds, die darüber hinaus merkwürdige alternative Modi besitzen. Ah ja, und dann ist da noch das Nachladen. Das funktioniert so. Nein, es kommt keine Animation. Die Waffe erscheint auch nicht von selbst wieder im Bild. Und holen wir sie zu früh ans Tageslicht, ist sie immer noch nicht nachgeladen. Wir stellen uns das in einem Feuergefecht sehr spannend vor. Wem das Starterkit an Waffen nicht reicht, der kann sich permanente und teilweise bessere Waffen, Supportgegenstände und Fahrzeuge gegen Echtgeld kaufen. Wer das nicht möchte, der muss sich so ein Waffenpack suchen und einsammeln. Die Waffen verschwinden dann aber beim Ausloggen wieder. Das allein wäre ja schon nervig genug. Aber zu allem Überfluss können wir uns an unseren neuen Waffen noch nicht mal so richtig freuen. Ab sofort wird uns nämlich beim Laufen mit jedem Schritt Ausdauer abgezogen. Logisch, schließlich sind wir ja mit haufenweise schweren Waffen behängt. Dumm nur, dass wir mit jedem Ausdauerpunkt, den wir verlieren, auch langsamer werden. Bis zum völligen Stillstand. Also müssen wir jetzt entweder alle paar Meter warten, damit sich die Ausdauer erholt, oder wir schmeißen die ganzen schönen Waffen eben einfach wieder weg. Wenn wir übrigens im Stehen die Sprinttaste drücken, führt das sofort zu einer Ausdauer-Totalverbrennung, was uns an Ort und Stelle festnagelt. Aber wir sind jetzt genug gestanden, runter von dieser Einheitsbreistation. Also auf zur Luftschleuse, den Anzug angelegt, die Karte ausgewählt und die Position festgelegt. Ladescreen und Absturz. Nächste Karte, Ladescreen und Absturz. Nächste Karte. Ladescreen. Naja, das war wohl nix. Wir sind durch die Welt gefallen. Aber wir geben nicht auf. Letzte Karte. Ladescreen. Sagt mal ernsthaft?
Und ja, diese Vorgänge ließen sich exakt reproduzieren. Jedes Mal. Auf unseren Bug-Report hin wurde das Spiel auf die vorige Version zurückgesetzt. Und siehe da, die erste Map Heatwave lädt und wir sinken an die Kamera geklebt bewegungslos zu Boden. Immerhin ist man sich bei der schlampigen Verarbeitung der Karten treu geblieben. Die Performance spottet dabei jeder Beschreibung. Auf unserem System mit einem i7-4770K, 32 GB Arbeitsspeicher und einer GTX 970 fiel die Bildrate alle paar Meter unter 20 FPS, was das gut zu erkennende Bildstottern verursacht. Im Spiel selbst ist überhaupt nichts los, außer den Shuttles, die alle 30 Sekunden herumfliegen. Wir entscheiden uns einzusteigen und kriegen das auch irgendwie hin. Das Shuttle ist an den Bildschirm geklebt und ruckelt und zuckelt sich durch die Gegend. Aber wie zum Teufel kommen wir hier eigentlich wieder raus? Stewardess? Hallo? Wir würden ganz gern wieder aussteigen. Ah, Absturz. Danke, so geht's natürlich auch. Übrigens haben wir in 6 Stunden nicht einen einzigen anderen Spieler zu Gesicht bekommen. Wobei wir auf dieser Karte ja sowieso nichts sehen. Überhaupt nichts. Und das Beste, auch die restlichen Karten sind stockschwarz. Wir haben auch das als Bug-Report gemeldet, sowohl als Ticket als auch auf Steam. Womit wir nicht gerechnet hatten, die Entwickler beschimpften uns daraufhin kurzerhand als Trolle, drohten uns mit Permaban und brachten die Spielversion zurück auf den aktuellsten Stand. Genau, auf die Version, in der die Karten schon wieder beim Laden abstürzen. Ob also das Fliegen funktioniert oder ob es schon Fahrzeuge gibt, die wir hätten steuern können, können wir damit nicht mehr prüfen. Aber mal ehrlich, wir haben ohnehin mehr als genug vom Spiel gesehen. Line of Defense ist eine einzige Frechheit und ein weiterer Grund, warum Steams Early Access Programm unter Dauerbeschuss steht. Das Spiel ist schlicht und ergreifend nicht spielbar. Die Fortschritte seit Beginn der Early Access Phase im September 2014 sind maximal marginal und trotzdem wurde das Spiel schon für bis zu $100 verkauft. Auch jetzt kann man problemlos in die Closed Beta kommen und danach bis zu $150 an Item-Paketen kaufen, deren Inhalte größtenteils noch nicht mal im Spiel enthalten sind. Dass das Spiel nicht funktioniert, ist dem gestellten Trailer und den geschönten Screenshots nicht anzusehen. Auch in den Beschreibungen findet sich nichts zu den Problemen. Kritische Stimmen werden vom Entwickler auf Steam direkt mundtot gemacht, Postings gelöscht oder verschoben. Obendrein werden Spieler, die schlechte Reviews hinterlassen, durchweg als Noobs beleidigt, die unzureichende Hardware besitzen oder einfach nicht nachlesen wollen, wie man das Spiel richtig spielt. Fakt ist aber, Line of Defense hat so viele schwerwiegende Probleme, dass es praktisch unspielbar ist. Es läuft nicht einmal unter DirectX 11. Und trotzdem redet Entwickler Derek Smart von einer Veröffentlichung noch Ende des Sommers. Höchste Zeit, dass Valve sein Early Access Programm besser pflegt, verbindliche Regeln einführt und diese umsetzt. Doch bis dahin können Entwickler wie Derek Smart ausgemachten Software-Schrott mit wahnwitzigen Preisen beliebig monetarisieren. Und das schadet nicht nur Steam und dem Kunden, es schadet, wie im Fall Derek Smart bestens zu beobachten, der gesamten Branche.